So, ich möchte jetzt mal unser Fanhaus, unsere Fanwohnung zeigen, die zwei Zimmerchen, wo wir untergebracht sind. Und dafür ist jetzt das kleine schwedische Extrahaus. Also es gibt ja in Schweden viel so Häuser, die so noch nebenan neben dem großen Wohnhaus stehen. Ich weiß nicht, der Zweck, vielleicht für die Oma oder Tanten. Und dann noch diverse Schuppen und Scheunen. Ja, hier kommt man also rein. In so einen süßen kleinen Flur. Hier haben wir unsere Schuhe, unsere dicken Jacken, unsere Regenjacken, noch mehr Schuhe. Da ist der Schuh. Ist auch im Schrank. Ja, hier seht ihr auch gleich noch so einen Rest. So einen Rest von gebrauchten Lätzchen. Und das hier ist unsere Spielküche, unser Esszimmer, unser Wohnzimmer. Ja, das ist der Rest von den Badesachen, die ich noch zusammenlegen werde. Ja, wie ihr seht, haben wir hier einen Schrank schon ausgefüllt. Hier sind die Spielsachen dabei. Und Verkleidersachen und die Hebammentasche unserer Großen und noch ein Rest Regensachen, was wir ja auch schon gebraucht haben. Die Raumdeko ist ja ein bisschen, naja, von irgendeinem Vorbesitzer, ne? Aber wir haben ja genug anderes Fröhliches dabei, deshalb müssen wir uns ja nicht so aus der Ruhe bringen. Ja, das ist hier die eine Spielzeugkiste. Ja, haben wir eben diverse Spiele drin, hier so kleine Puzzle mit den ganz kleinen. Wer das nochmal im Genauen erfahren will, was da alles drin ist, das Video kann ich auch später nochmal machen. Denn das ist jetzt so die Kiste, die uns einen Monat lang begleitet. Dann kommen wir später zurück ins Erzgebirge und könnt da die Spielsachen alle nochmal erweitern und ausmisten. Ja, hier haben wir noch ein paar Tiere dabei. Mikroskop, Magnete zum Spielen. Ja, das sieht man jetzt eh nicht so gut. Die Kiste ist ein bisschen größer. Ne? Das ist die kreative Kiste. Hier haben wir eben die Sticksachen von der Mittlersten. Und ja, Farbe. Das ist so die Maltasche von unterwegs. Hier haben wir zwei. Und ja, Schere, Leim, Papiere, Lineale. Klebeband. Unterwegs waren wir noch beim Entenrennen, deshalb ist ja noch so eine Ente dabei. Die wird immer mal bemalt, beklebt und alles wieder abgewaschen. Okay, hier haben wir einen schönen Blick raus in die Natur. Die Fenster hier, die gehen so hier auf. Noch so einen kleinen Haken. Die weg. Und dann kann man die Mücken hineinlassen und einen Blick auf die Katzen haben. Miau! Aber guck keine. Schöner frischer Wind hier draußen und viele Mücken, deshalb mache ich wieder zu. Ja, hier in dem Teil der Küche habe ich noch einen Rest Abwasch stehen, also wieder so ein kleiner Rest. Es gibt natürlich Knäckebrot hier in Schweden zu essen, zum Frühstück, Mittagessen, Abendbrot und wenn man eben Appetit drauf hat. Das Obst und Gemüse ist hier in Schweden ziemlich teuer. Und auch immer sehr verpackt in Plastik. Wir haben aber noch günstig, also zu deutschen Preisen, im orientalischen Lebensmittelgeschäft auch was gefunden. Und ja, was man ja immer schön naschen kann. Hier gibt es, hatte das vielleicht schon mal in einem anderen Video erwähnt, nicht so viel Auswahl an veganen Produkten. Und die Hafermilch schmeckt ja auch nicht so lecker wie Deutschland. Und wir haben ja unseren Wasserkasten dabei, sind noch. Wir müssen noch eine Quelle suchen. Ja, hier sind unsere Zahnputzsachen zum Trocknen. Die Heilerde. Hier ist der Rest der Kosmetikkiste. Mal Wäscheklammern hier und ja, Friedrichszahnbürste und Vitamintabletten B12, Vitamin D-Öl und Haarbürsten. Ja, und was eben sonst noch so gebraucht wird. Hier ist noch so ein Rest von Lebensmittel aus Deutschland und ein paar eingekaufte,
Die Schweden essen ja ganz süß und hier müssen wir mal überlegen, wie wir das in gesunder Variante anders herstellen können, ohne zu kochen. Obwohl wir die Küche unserer Freunde auch mit benutzen dürfen, genauso wie das Bad. Denn hier gibt es kein fließendes Wasser. Hier ist noch unser Vorrat an Tees. Ist mir nicht selbst gesammelt. Ja, hier haben wir unseren Wasserkanister. Und da haben wir das Waschwasser drin, wenn wir uns jetzt hier im Zimmer waschen. Und haben wir so einen kleinen Eimer gestellt bekommen. Das ist momentan unsere Seife, so eine türkische Seife, wo keine Zusätze weiter drin sind, die man auch mal in die Wiese kippen kann. Hier ist der Beutel mit der Schmutzwäsche. Hier ist der Beutel mit den Handtüchern. Und hier steht ein Keyboard, was warum Amor bei uns mitgefahren ist. Ich weiß es nicht, müsste Patrick fragen. Ja, hier ist unsere Tasche mit den ganzen technischen Kabeln und Reglern und ja. Ja, ich würde sagen, Patricks Tasche. Hier sind die Bücher, die wir momentan dabei haben. Tatsächlich alle von Astrid Lindgren. Und ja, wir lieben die ja, die Lotta-Bücher total. Und ich habe auch den Artikel mit den Kinderbüchern nicht vergessen. Da kommt noch. Muss mal kurz nachher den unseren jüngsten Nachmittagsschlaf zudecken. Das ist unser Familienbett. Wir haben klappbare Matratzen mitgebracht. Natürlich auch die Bettwäsche. Und ja, schlafen wir eigentlich ganz gut. Bis auf, dass es nachts natürlich nicht dunkel wird und abends nicht dunkel wird. Und deshalb hängen wir hier die Fenster zu mit Decken. Hier drüben auch. Ja, und hier unten seht ihr unseren Arbeitsteppich. Den haben wir nicht mitgebracht, der war hier schon drin. Ja, hier sitzen wir dann manchmal und arbeiten an unseren Computern. Und ja, hier ist ein Schrank. Den haben wir ausgefüllt jetzt mit unseren Klamotten und den restlichen Schuhen. Und wenn wir auf Fahrt sind, muss das natürlich alles wieder in drei Koffer rein. Wir haben also drei Koffer, die sind hier ineinander gestapelt. Und so kriegen wir das auch ins Auto rein. Hier ist noch Patricks Kiste. Ja, das ist auch technisches Gerät. Hier hinten hat er seinen Rasierer versteckt. Und ja, hier sieht man mal, wie die Schweden bauen, ne? Also hier ist Holz und dann ist eine dünne Pappschicht darüber und dann wird die Tapete drüber geklebt. Wie ich erfahren habe, soll das hier auch noch schön hergerichtet werden und dieses Teil sollte auch noch drüber, damit ihr das nicht so seht, aber es ist dann doch nicht geworden, was ja nicht schlimm ist. So, das ist meine Kiste. Ja, wie ihr seht, ich habe hier viel Kindergärtnerin-Kram mit, ne, um die Kinder zu beschäftigen und ja. Wenn wir rausgehen, könnten wir theoretisch dieses Buch mitnehmen. Der Freund hat uns einen Film mitgegeben zum Schauen und mein Wörterbuch habe ich dabei. Und ja, noch ein Mama-Buch, ein anderes Geschichten liegt im Bett. Da habe ich noch das Fingerpüppchen dabei, um die Kinder im Auto zu bespaßen. Ja, und hier ist noch der Rest von Kinderschminke. Und dann habe ich noch ein Schwungtuch im Auto. Ja, und das kennen jetzt schon einige. Und Patrick lacht mich immer aus, wenn ich erzähle, dass ich das Schwungtuch unbedingt dabei haben muss. Aber ich finde, das bewährt sich. Ja, und wir hängen noch Bademäntel. Und damit habe ich euch eigentlich auch schon fast alles gezeigt, was es hier zu sehen gibt. Ja, unser Auto zeige ich dann mal am besten voll bepackt oder halb voll bepackt und auch die Spielsachen im Einzelnen dann, wenn unsere große Fahrt nach Südosteuropa weitergeht. Ja, ihr Lieben, eure Fragen gerne wieder in die Kommentare. Ich freue mich und euch bis bald.